Die Werkzeugstiele, die Schäftung, die schnitzen wir uns selbst. Die unterschiedlichen Pickelspitzen schmieden Ralf und Christian für uns. Die sind die Spezialisten dafür. Auf geht's, passt doch. Hi, ich bin Philipp. Hi, ich bin Katja. Wir machen heute ein Experiment zum prähistorischen Salzabbau. Hey, komisch, aber ist so. Bereits seit über 20 Jahren führen das Deutsche Bergbaumuseum und die Ruhr-Universität Bochum archäologische Ausgrabungen in Salzbergwerken durch. In Duslak in Iran und hier am Dürnberg in Österreich. Und was wir dabei entdecken, ist über 2000 Jahre alt. Kleidungsstücke, Keramik, Werkzeuge. Schlagspuren der Abbauwand haben. Könnte man hier wirklich schön nachstellen. Uns geht es hier heute erstmal nur um die Werkzeuge. Wir wollen untersuchen, wie die unterschiedlichen Abbauwerkzeuge eingesetzt wurden. Die Geräte von Dürnberg und aus Duslak sind in etwa gleich alt, also gut 2000 Jahre vor heute. Sie sind aber völlig unterschiedlich in ihrer Machart. Jedoch dienen sie zum gleichen Zweck, zum möglichst effektiven Salzabbau. Und das testen wir heute. Ja, schön trocken gelöst, aber mit Verlust. Direkt vom Eisenlos abgegangen. Wir haben in 15-Minuten-Sessions gearbeitet und danach jeweils die Veränderungen an der Abbauwand und am Gerät dokumentiert. Das abgebaute Salz haben wir aufgefangen und auch gemessen. Ich habe jetzt versucht, den Block reinzulegen. Bisher habe ich dieses feine Material abgebaut. Jetzt versuchen wir, diesen Block rauszuhebeln, um auch größere Platten abbauen zu können. Nee, das müssen wir erst teilen. Ich schleife gerade diesen Lappenpickel, der beim Experiment abgebrochen ist vorne, an mit einfach einem Kiesel und ein bisschen Flussmittel. In dem Fall ist das meine Spitze und es klappt wunderbar. Der ist wieder ganz spitz, glänzt und verdichtet. Das fühlt sich so gut an. Und ja, es ist möglich, Salz in großen Platten abzubauen. Das haben wir geschafft. Das war nämlich wohl die typische Handelsform dieses Salzes vor über 2000 Jahren. Ja! Mir ist warm. Und man kommt ganz schön ins Schwitzen bei der Hauerei. Kamera läuft. Oh. Ich bin einfach so geblendet und ich habe nicht gesehen, warum ich das Werkzeug habe. Hast du einen Pass dabei? Ich habe meinen Ausweis dabei, ja. Was? Reisepass. Ich habe keinen dabei. Na dann. War schön mit dir. Okay, ich will nochmal zurück. Bald.